und enthüllen, das ist ja nicht so ohne. Denn unser Olaf Fietzke, der hat hier wochenlang dran gearbeitet. Ich kann Ihnen Fotos zeigen von dem Baumstamm, der vorher hier stand. Und es geht noch weiter. Dies ist der Anfang. Und es gibt weitere Dinge. Der Herr Quaasdorf hat darauf aufmerksam gemacht, wir werden mal eine Mühle hier in diesem Bereich haben. Und wir werden verschiedene Märchenfiguren am Radweg, der hier unten zu sehen ist, in Kettenschnitzerkunst entstehen lassen. Das ist ein Riesenaufwand und das ist nicht zu schultern mit nur zwei, drei Mann, da hängen ein paar mehr dran. Und da das auch finanziell nicht ganz so leicht zu machen ist, möchte ich hier an dieser Stelle darauf verweisen, dass wir Sponsoren haben, dass sich insbesondere Bestenseer Bürger und Bestenseer Firmen und Unternehmer immer mal wieder einbringen und uns über so eine Durststrecke helfen. Und ganz besonders möchte ich an diesem Punkt hervorheben die Sparkasse Königs Wusterhausen, die für den Skulpturenpark, der entstehen wird, hier die Hand drauf hat und der Hauptsponsor dieser ganzen Geschichte ist. Und extra für diese Sache werden wir im nächsten Jahr im Mai hier ein Kettensägen-Event veranstalten und dort werden verschiedene Künstler auftreten mit ihren Skulpturen, die sie über Winter in Heimarbeit gemacht haben. Und dann haben wir hier einiges Neues zu sehen. Ich freue mich ganz doll darauf und bedanke mich recht herzlich bei der Sparkasse Königs Wusterhausen. Man schenkt seiner Frau rote Rosen. So, und dann ist es mit meiner Tag ran und man hat keine. Und zur Tankstelle ist es weit. Bei uns hier im Bestensee gibt es diese Rosen fast gratis. Die sehen dann so aus. Und diese Rosen werden an den Beginn der einzelnen Zeilen gepflanzt, hier in diesem Bereich. Und dann kriegt die Rose einen weiblichen Vornamen. In dem Falle, da hängt irgendwo ein Schild, da heißt eine Rose Sabine. Jawohl. Und dann steht Sabine da. Und wenn ich dann irgendwas vergessen habe, dass da was los war, dann sage ich, du, ich schenke dir rote Rosen, da Zeile 1 stehen sie. Und ich habe für Sie, liebe Männer, die auch solche Lücken haben, manchmal 30 Rosen mitgebracht. Die stehen hier auf dem Hänger. Und diese Rosen werden wir in den nächsten Tagen hier pflanzen. Und wer gerne möchte, dass für ihn persönlich eine Rose steht, für seine Frau oder so. Der kann die hier käuflich erwerben. Eine solche Rose kostet 10 Euro und dann steht die hier 10 Jahre lang mit dem Namen der Angebeteten. Das ist doch was, ja? Und schon sind wir Männer aus dem Schneider. Ich mache es aber nicht nur, um den Männern zu helfen, sondern ich mache es natürlich aus Eigennutz. Das werden Sie verstehen. Wir möchten gern, dass diese Weinanlage aufgelockert wird durch Rosen, weil sie einfach schön sind. Und weil es Zeiten gibt, wo der Weinberg nicht so toll aussieht und dann blühen hier die Rosen. Aber in erster Linie sind Rosen ein wunderbarer und der beste Indikator für Schädlingsbefall, Blattläuse und so weiter. Und wenn wir jetzt an jeder Zeile einen Rosenstock stehen haben und da sind Blattläuse, dann weiß ich 14 Tage vorher, wann die Weinreben befallen werden und dann schlagen wir zu. Und es hat also mehr einen biologischen Sinn. Aber wie gesagt, diese Hilfe, liebe Männer, möchte ich Ihnen anbieten. Melden sich hier vorne bei Angelika beispielsweise. Da, sie winkt gerade. Und jeder Rosenstock wird mit dem persönlichen Namenszug in Holz gebrannt, dort an dem Rosenstock. Kommen wir jetzt zum feierlichen Akt. Wir wollen die Enthüllung machen. Zuvor singt der Männerchor, der Männergesangsverein, zur Einstimmung ein paar Lieder. Und dann enthüllen wir die Skulptur und dann singen wir noch. Wer recht in Freuden wandern will, der geht der Sonne entgegen, da ist der Wald so fürchterlich, ein Lüfte mag sich regen. Noch sind nicht die Lärchen wach, nur im Hof.
nur im hohen Gras der Bach singt leise den Morgen. Jawohl. Ich freue mich. Künstlerwald unter uns. Ich kann so lang fahren, ich kann nicht so lange reden. Ich muss den Abend. Ich wollte noch ganz kurz fortsetzen wollen. Ich möchte mich natürlich im Namen der Gemeinde, ich denke auch im Namen aller Anwesenden, sprechen bei Olaf recht herzlich bedanken. Olaf hat ja nun schon mehrfach bewiesen, dass er die Kettensäge und dazugehörige Werkzeug perfekt beherrscht. Ich war auf der Dorfeuerung in der Motzner Straße, in der Landrost Arena, den 700 Jahre stammt. Der Zwiebelskulptur, da wird sich als nächstes mit Thesien Anna Mühle und an drei weiteren Skulpturen, die dann im Generationszeit an Märchenfiguren erscheinen werden. Und damit sind wir auch schon bei der Sparkasse. Recht herzlichen Dank an die Sparkasse MBS, die uns mit Stiftungsgeldern dort großzügig unterstützt hat. Die Skulpturen, die im Ort verteilt sind, sind bisher alle mit Mitteln der Sparkasse erstellt worden. Und jetzt eben auch noch der Bacchus und die anderen Figuren nachher. Nochmal herzlichen Dank dafür, um sie bitte zu übermitteln. Und wir haben schon den nächsten Antrag fertig. Ja, und dann wollen wir natürlich, ich möchte aber nicht verpassen, einfach mal um Herbert nochmal Danke zu sagen. Herbert hat ja vorhin groß den Ball geworfen und den hat gesagt, Schluss, dann mache ich Schluss. Das ist mal ein Problem, was wir mit Herbert haben, aber ansonsten ist es einer, den keiner bremsen kann. Wenn wir Herbert hier nicht bei uns im Weinverein als Vorsitzenden hätten, gehe ich ganz sicher davon aus, dass wir jetzt hier nicht vor so einer herrlichen Anlage stehen. Herbert, sein persönliches Engagement, sein Tatendrang, die Leute zu motivieren, an den Hals zu fassen und zu sagen, komm Alter, jetzt geht es weiter hier, ihr müsst alle nochmal zupacken, hat dazu geführt, dass wir in dieser relativ kurzen Zeit den Verein aus dem Boden gestampft haben und natürlich diese Anlage hier. Und wir denken mal, dass wir im nächsten Jahr den ersten Verein haben werden. Herbert, da bitte doch alles ein bisschen göttliches vom Wein her und so. Ne? So fangen wir da an, oder? Und? Ja. Ja. Oh. Achso, ich brauche noch ein Glas Wein. Ein bisschen wenig drin, gib mal was dazu. Danke. Und schön. Kannst du danach. Ja. Oh. Guck mal, es funktioniert doch alles, ja? Sehr. Hey. Hey. Oh. 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 Super. Oh. Also ich taufe hiermit den Weingott Bacchus. Begrüße ihn ganz herzlich auf unserem Weintag. Ich hoffe, er wird uns Freude bringen und wird uns gesund. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück bei uns im Weinbau. Dann wird es irgendwann einen guten Tropfen geben. Haben Sie Geduld. Es kann 2 Jahre dauern, aber alles wird gut. Bacchus kriegt den ersten Schluck von uns. Ja. Ja. Ich bin auch ein bisschen anzüglich, hier mit diesem nackten Menschen hier umzugehen. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Und man kann sich ihm auch nähern. Aber sehr schön. Da brauchen wir gar keine Lasur mehr raufbringen. Das wird immer blank bleiben. Super. Schön. Ja.